Na? Was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Immer diese Ladezeiten. So. Hallo. Wir haben ordentlich Ressourcen bekommen. Was ich voll gut finde. So. Wie sieht's hier aus? Auch gut. Oh. Oh. Nice. So, ich will jetzt mal in die Mining Dimension gehen und da mal gucken, wie es da aussieht. Mining. Not enough power. Oh, gucke mal hier. Ancient Debris und das können wir noch rüberziehen. Sonst haben wir sehr viele unterschiedliche Ressourcen bekommen. Das ist nice. Super. Können wir mal gucken, wie viel Quarz wir haben? Also, hier haben wir zwar Quarz, ich meine, aber die Comps. Ach, die werden direkt verarbeitet. Okay. Ja. Okay, super. Aber mal gucken, ob die erwachsen geworden sind. Ja, die werden dann auch so erwachsen, also brauchen wir die gar nicht. Das ist nice. Okay, super. Okay, den muss ich bearbeiten. Das ist ja mal maximal nervig. Das sieht gut aus. Ja, so. Dann will ich mal unten den Raum vergrößern. So, wie machen wir das am geschicktesten?
Ich glaube, ich hole mir mal Waystones. Einfach, dass ich da schnell wieder hoch teleportieren kann. Discord. Zerstört. Auch General. Okay, ein paar Wahnsinn. Heute sogar. Nice. Hey! Ich war gerade im Discord unterwegs. Hab da mal geguckt. So.
Also 1, 2, 3, 4. So, Bilder. Zweiundzwanzig. So, 15 plus 32. Und nochmal gucken. Okay, nochmal plus 32. Ups. Oh nö. So, und den in der Mining Dimension schalten wir mal aus. Ups. Was brauchen wir? Ich will... wie heißt das gleich noch? So. Template. Ich brauche... 1, 2, 3, 4, 8. Ups. Importer. Hi. Ja, ich baue mir gerade meine Upgrades für meine Rüstung und ich will hier unten
eine Area freischaufeln und dann wollte ich auch noch neue Bienen herstellen. Ja, genau, das ist so der heutige Plan. Genau. Dann können wir mal wir könnten Lilypad of Fertility bauen. Das wäre eine Maßnahme. Template. Dann haben wir jetzt Upgrades. Importer. Dim. Speed. Upgraden. Machen wir einmal hier alles auf Allsimodium. So und so. Nice. Ja, das geht ja klar. Dann haben wir davon einige. Hier das. Das hier. Das will ich mir jetzt mal angucken. So, wir müssen jetzt Kristallin haben wir hier. Iron. Nee, nicht nie. B. Iron B. Ashy Mining. Und haben wir eine Ashy? Oh, wir haben ein paar. Haben wir eine. Digger. Oh Gott sei Dank, wir haben eine Digger Bee. Nice. Was brauche ich noch für eine. Query. Brauchen wir. Digger und Chocolate Mining haben wir auch. Nice. Also Ashy.
Wir nehmen hier aber High. Ah, falsch rum. Copper? Ich will kein Copper. Iron. Nice. Cage. So. Wie sieht das denn hier unten aus? Wie hießen die anderen Mod? War das Power? Over. Ja. Zweiten Bee Breeder. Nee, Rose. 2, 3, 4.
Also Digger und Chocolate. Nehmen wir die High und hier haben wir eine Medium. So, aber wir müssten ein, zwei Patches haben. So. Okay, habe ich mir gedacht, dass mir Sand fehlt. Dann nehmen wir das einfach und stellen uns die erstmal her. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Platz im Storage. Sauber. Oh Gott. Speed. So, was brauchen wir für Refined Storage? Quartz enriched, dann brauchen wir Kristallin und Iron. Sieht es hier hinten aus? Da muss ich mir noch überlegen, wie wir das hier mit dem Fußboden machen. Ja, sieht nicht gut aus.
Ich glaube, wir fangen mit Power an. Das dürfte ein bisschen einfacher werden. Was brauche ich dafür? Ach, die kann man nur im... Okay. Importer, Crafter. So, und ich denke mal, das hier wird der Anfang von Power, damit wir ein bisschen Energie schon mal hier oben haben, ein bisschen mehr. Und da bauen wir jetzt mal den Anfang. Was, wie hieß das andere Redstone-Ding? Ein Repeater. Wie kann ich Blaze herstellen?
Magmatic und haben wir eine Nomade? Uranit. Okay. Iron und Creepy. Okay, das kriegen wir hin. Upgrade. Und jetzt brauchen wir ein Range Upgrade. Oder? Wie heißt das? Spawner. Oh Gott. Hoppala. Thank you.
Was macht mein Handy hier rum? Auch Neustart. Mob-Mesher-Upgrade brauchen wir noch. Dann haben wir das alles. Tank. So. So. Jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Ah. Ob.
Oh Gott. Das haben wir. Das heißt, da kriegen wir jetzt bedeutend mehr Loot raus. Und so. So. Der jetzt nur keine Torchflower an? Ich meine, Rose? Und mit Torchflowers. Das ist eine... Das ist entscheidend. Das wird jetzt nicht. Okay, also... Productive Bees. Nehmen wir mal 8 von denen. 4 von denen. Sollte das hier passen? Eigentlich. Oh. Geht da jetzt mal jemand schlafen? So, aber ich wollte noch mal was nachgucken, weil ich habe was Neues beim Streaming-Rechner gemacht. Aber der langweilt sich. Das finde ich gut. Ich habe nämlich, weil ich was ausprobieren wollte. Ah, 4,73 GB und 2,61. Ja, nice! Das klappt alles. Sauber. Also, zur Erklärung. Ich habe ein Plugin für OBS installiert, was die reine Gameplay-Aufnahme mitnimmt. Und ja, genau. Und aber gleichzeitig kann ich auch noch den Stream mit aufnehmen. Das heißt, ich habe zwei zusätzliche Quellen und dann wollte ich damit vielleicht mal ein bisschen was ausprobieren. Und der nimmt dann nur den Game-Sound mit auf und das passt. So.
Expansion Box. Dark Oak. Okay. Nee, genau. Der nimmt dann wirklich nur rein Gameplay auf. Und damit könnte man vielleicht irgendwie was machen. Und, oh Gott. Ja, viel schlimmer finde ich, ich habe andauernd einen Ohrwurm vom Zelda Game Boy Titelsong. Und erstmal guten Abend. So. Iron. Oh Gott. Ja, die müssen wir nochmal durchbraten. Irgendwann mal. So. Query Bees haben wir auch schon. Alle da, die wir haben wollten. Nice. So, Sand. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Torchmaster. Mist.
Ach, 20 Treat. Super. Gehen wir mal ins Nether. Thank you.
das, das. Okay, ist geil. So, dann suchen wir mal einen. Nice.
So. Wie hieß das nochmal? Network. So, jetzt bauen wir noch eben die Pipes hier ein. Ha, cool, kriegen wir Sand. Oh, sieht das löchrig aus. Oh oh. Wieso ist er da durchgespawnt?
Doch, das ist wizard-proofed. Aber der ist einfach nur rausgebuggt. Ja, nicht 5 hoch. Ja. Das wird lange dauern. Ich glaube, es geht schneller, wenn ich mir eben ein Jetpack baue, oder?
Ja, das ging doch sehr schnell. So.
Ich glaube, gleich wird der Server crashen. Ich bin mir nicht sicher. Also, das Mob-Verhalten spricht eindeutig für einen baldigen Server-Crash. Wow. Krass. Okay. Ja, dann geht's hoffentlich so wieder weiter. Ich frage mich, was die gerade auf dem Server machen oder ob ich dran schuld bin. Thank you.
wieso crasht der alles weg? Ja, okay. Wow. So, jetzt haben wir den wichtigsten Punkt erledigt. Oh. Das dachte ich mir nämlich auch gerade. Okay. Lassen wir das erstmal. Und fangen mit dem nächsten Projekt an. Mit Power. Power. So, was haben wir denn alles von Power?
Okay, Iron haben wir fertig. Vermehren wir mal die Bienen. So. Next Set. Komp. Red. Nice. So. Wir wollten Bienen. So. Wie viele Pals hast du denn mittlerweile?
Ah. Das ist ein bisschen was. So, ich glaube, wir müssen mal eben Sand suchen gehen. Gott, oh Gott, oh Gott. Was macht ihr denn mit den ganzen? Oder was machst du damit? Also werden die alle eingestampft? Ah, okay. Nice. Auf welches Nahrungsmittel gehst du aktuell? Ah, okay. Ich hätte jetzt für die Pelz, nimmst du da diesen Salat oder?
Wie sich das anhört, mordend durch die Lande. Aber, okay, aber das mit der Ernährung hört sich ja auch interessant an. Und hat sich das übelst stark bemerkbar gemacht beim, hier, wie heißt das gleich noch? Ja, das ist klar. Aber die Ernährung, hat sich der Unterschied zwischen, ich sag mal, Salat zu Spiegelei oder dit, stark bemerkbar gemacht beim Farm? Oder bei der Erzfarm? Okay. Aber... Wieso ist der Crafter locked? Ich wollte auch gerade sagen. Aber ist natürlich die Frage, bei was für einem Level oder ab was für einem Level die Knarre überhaupt noch Schaden macht oder Panzerfaust oder was auch immer. Aber ja, das ist alles ein bisschen... Also
Pyroid kann richtig reinscheppern, finde ich. Kacke. Wie sieht's aus mit der Pumpgun oder sowas? Gibt's das überhaupt? Ich bin, glaube ich, bis Stufe 38 oder so gekommen, deswegen kann ich es ich selbst gerade nicht genau sagen. Ah, okay. Und die normale macht nicht genügend Schaden? Ah, okay. Alter. Gibt es denn, wie heißt es gleich noch, oh Gott, irgendwie eine Erfahrungsfarm oder sowas? So, dass du da vielleicht noch was bauen könntest, um ein bisschen mehr Energie zu bekommen? Erfahrung meine ich?
Amazing. Ah, okay. Ach, wie nervig. Ich dachte, man kann da vielleicht, keine Ahnung, so ein riesen Mixerfarm bauen oder sowas und dann hat man da sehr gute Chancen oder so. Moment. Oh. Der sieht cool aus. Den würde ich auch nehmen. Okay, das ist auch übel. Und das war das Viech, was dann halt die ganzen Pals fangen kann.
Boah, da bin ich mittlerweile völlig raus. Ich glaube, wir haben bis 32 gespielt oder 34, irgendwie sowas. Genetischer Frevel. Okay.
Für Level 1 hört sich das wirklich sehr gut an. Vor allem, wenn die proportional dann auch noch ansteigen werden, dann mad Respekt. So. Ich glaube, ich muss den Auftrag canceln, sonst wird das hier zu nervig. Wir den Io. Also bei 30 Level... Ah, okay. Nice. Also, aber wenn man 30 Level hochrechnet, dann kommt man echt gut voran. So, das... Roundabout Fünffache. Das ist... Boah.
So, Exporter. So, gucken wir mal eben in die Mining Dimension. Ich will mal gucken, ob wir da irgendwie Uranit oder sowas haben. Sieht schlecht aus. Ups.
ich brauche einen besseren Generator. Ups.
Oh mein Gott. Oh. Holen wir uns jetzt noch Snowy Bees. Das passt ja.
Okay, die brauchen. Sweet Bee, Sweet Bee, Sweet Bee und Sweet Bee, sauber. Passiert da jetzt noch was? Thank you.
Also, dann haben wir jetzt erstmal vernünftig Strom. Nice. Hehe. Jetzt machen wir was wirklich Sinnbefreites. Und zwar brauchen wir eine Indestructible Bow.
So.
Ja. Ich würde mal sagen, ich mach Feierabend. Ich bin übertrieben müde. Aber wir haben ja heute echt viel geschafft eigentlich. Und ja, also werden wir dann morgen weitermachen. Ich denke mal, dann machen wir unten die Einrichtung. Sollte eigentlich reingehen. Ja, ich hab's verkackt. Ich hätte den vorher verbessern sollen. So, die haben wir voll, die haben wir voll, okay. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns einfach. Ich starte mal die Miningdom. Oh, ich brauche noch einen Point. Oh. Klack wollte ich noch. Dann haben wir erstmal den großen und den kleinen Reaktor dran. Und dann sollte es nicht ganz so schlimm werden.
Okay. Dann starten wir den Bilder. Ja, also, das läuft jetzt und wird hoffentlich dann bis morgen laufen und dann kriegen wir hier noch mehr und. Also, dann würde ich sagen, mache ich jetzt Feierabend. Ich hoffe, dass ich morgen früher da bin. Dann müsste ich auch nicht länger auf der Arbeit bleiben, wenn nicht wieder was schief läuft wie heute. Und sonst dann wieder um 18 Uhr dann. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, einen entspannten Abend noch, eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein und entspannten Abend euch noch. Genau. So. Cheerio und auf Wiedersehen.